ganz kleinen Nachschlag, was ich vorhin angedeutet hatte. Ja, ich habe wirklich Angst, dass ich die Krankheit einfach nicht mehr loswerde, weil solange ich nur Städte genommen habe, ging das, ja, weil die Welt ist irgendwie begrenzt und man nimmt dann natürlich nur Städte, die man kennt als normaler Mensch. Das müssen dann außerhalb von Deutschland ziemlich große Städte schon sein. Aber mir ist vor einiger Zeit klar geworden, dass es auch anders geht und dass man eigentlich Wörter auch verwenden kann. Eigentlich alles, was ein normaler Mensch kennt. Ja. Und daher ist jetzt das Jagdgebiet erweitert. Ich bin zwar um den Globus schon rum und dachte so, irgendwann ist mal Schluss, ja, aber jetzt habe ich das Gefühl, es wird nie Schluss sein. Ja. Und dafür gebe ich jetzt noch zwei Beispiele. Soufflöse. Hans hatte eine Vaginaphobie und macht jetzt dagegen Therapie. Er soll Alkohol saufen, möglichst viel. Die Ärzte hoffen, und das ist ihr Ziel, dass seine Angst vor jeglicher Löse sich so eines Tages im Suff löse. Nicht ganz jugendfrei, aber irgendwie. Früher waren beim Pavian am Hintern viele Haare dran, doch Epilationen radikal machten ihn am Pokal. Und zum Schluss, damit es wieder musikalischer werden kann, urinieren. Als sie ihr Gold in meinen Koffer legte, was mich ganz sonderbar erregte, beschloss ich, mich zu revanchieren und legte meine Uhr in ihren.